Am 25. Oktober erhielt er auch den goldenen Ehrenbrief des Weltdachverbandes der Donauschwaben. Josef Wenzel, dieser Name ist sehr eng verbunden mit der Verisvárer ungarn-deutschen Volkstanzgruppe. Seit wann eigentlich? 61. Jahr bin ich dazugekommen. Ganz pünktlich weiß ich, am 1. März. Georg Hiddasch hat mir gefunden, dass du kannst schön Deutsch singen und Deutsch alles verstehen, ja, und dann musst du in dieser Tanzgruppe teilnehmen. Bin ich dazugekommen mit meinem Freund, der heißt Vagashi Andrasch, ja, da sind wir zwei in der Gruppe gekommen und seit dieser Zeit bin ich da. Damals als Tänzer, aber als Verisvárer, nicht? Die Familie ist ja eine Verisvárer Familie, die Familie Wenzel. Ja, die Familie Wenzel ist eine Verisvárer Familie, ja, und damals war ganz anders. Alles. Ja, deutsche Kultur war ein Nix, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mir sehr, sehr irritiert. Unsere Kultur ist genau so viel wie die andere. Und da habe ich gesagt, ich muss das helfen. Und ich werde das helfen. Und seit dieser Zeit helfe ich, hoffe, dass es so ist. Wie viele Tänzer waren damals, 1961, ja, vor 53 Jahren? Wie sah damals, die Tanzgruppe wurde ja 54, ist das Gründung, das offizielle Gründungsjahr, nicht? Ja. Hiddasch hat das angefangen, 54, oder wer? Ja, er hat das angefangen. Gute Frage, sehr gute Frage. Am Anfang war 4 Tänzpaare, nicht mehr. Und heute, wie werden das sehen, wie viele Jungen und Kinder sind dabei. Also mehrere Generationen. Ja. Und das ist so gut. Wir müssen ein Beispiel geben, so wie wir das damals bekommen haben. Ein Beispiel, wir müssen unsere Kultur behalten und weitergeben. Das ist unsere Aufgabe jetzt. Damals haben die uns das übergegeben. Was waren so die schönsten Erlebnisse, wenn man jetzt nicht ganz 60, aber 53 Jahre doch hinter sich hat mit dieser Mannschaft? Was war das, was so besonders in Erinnerung bleibt? Am schönsten und am besten ist immer in einem ungarn-deutschen Dorf mitmachen, ein Schwabenfest. Ja. Viele meinen, Deutschland oder Österreich oder in der Welt, nein, hier ist das Schönste. Und war oft diese Tanzgruppe an solchen Festen? Hat die Tanzgruppe oft? Ja. Die waren mehrmals. Und das war doch in die 90er Jahre, 18 Jahre. War eine große Überraschung. Von Ungarn kommt eine Gruppe und so ganz andere deutsche Tänze machen, ganz andere deutsche Bräuche auf der Bühne bringen. Das war eine große Überraschung damals dort, ja? Das sind ja zu 90% Wenzel-Choreografien. Wie sind die Wenzel-Choreografien? Woher kommen die Wenzel-Choreografien? Stammen Sie aus diesem Ort, aus Verisvár, oder welche Motive werden in diesen Choreografien verewigt? Wieder eine schöne provokative Frage. Wieder. Ja, selbstverständlich. Ich denke, wir haben schon einmal gesprochen davon. Eine Minderheit in einem anderen Land, die ist ein sehr übernehmer Volksgruppe, ja, zum Beispiel in Argentinien, die Spanien, nehmen Üben von der indianischen Volksgruppe. Und hier bei uns, die Deutschen, haben sehr viele übernehmen von der anderen Minderheit und von der ungarischen. Selbstverständlich ist eine sehr gute Mischung, denke ich. Nicht alle meinen so, aber ich denke, das ist so gut. Das heißt, das sind schwäbische Tänze, die aber auch ungarische Elemente haben. Ja, wir sind Ungarn-Deutsche und Donauschwamm gleichzeitig, kann ich sagen. Widerspiegelt sich auch in der Tanzkultur? Das widerspiegelt sich, ja. Wie ist es heute? Wie viele Gruppen existieren hier im Verisvár? Generationen. Gott sei Dank haben wir Kindergruppe und Jugendgruppe auch. Erwachsene und ältere Gruppe haben wir auch. Das ist schon 4, ja. Und das reicht, ich denke. Sie hörten Josef Wenzel, den künstlerischen Leiter der Verisvárer ungarn-deutschen Volkstanzgruppe, in seinem letzten Interview, einen Tag vor seinem Tode.